Hier ist der Maurice, Gründer von Staatsakt. Ich übernehme bekanntermaßen diese Woche hier den Popfilter auf Detektor FM und ich empfehle euch, einen Song aus dem 20 Jahre Staatsakt-Katalog zu hören, zu konsumieren, wegzusuchten. Ja, Isolation Berlin, alles grau. Hammer-Song. Alles grau in grau. Lustigerweise habe ich Tobias über seine sehr gelungene Aktion, die er dem Punk-Magazin nachempfunden hat, kennengelernt. Er hat ja damals in Berlin eben es gab ja das Punk-Magazin, was ja quasi wahrscheinlich der Grund für den Ausdruck Punk ist. Und die haben ja damals, bevor das erste Fanzine rauskam, überall in New York Poster aufgehangen, Punk is coming. Und dann haben alle darüber gesprochen, fuck, was ist denn das eigentlich? Genau, und dann war eigentlich schon so der Teppich ausgerollt, bevor überhaupt klar war, was es ist. Punk Magazine was the most influential magazine in the world for one year. We were the ones who kind of came up with the concept of calling it punk and giving it the look. Und Tobi sagte, super Idee, ich mache Isolation Berlin oder Isolation Berlin is coming Poster. Und hat die hier bei mir in der Nachbarschaft überall aufgehängt. Und ich fand die total witzig und dachte so, cooles Ding, irgendwie, was ist denn das? Es hat richtig genau das gemacht mit mir, was er sich darunter vorgestellt hatte. Und dann war es so, dass ein Freund von mir, Martin Hosbach, der damals so eine Internetshow gemacht hat, so eine Internetfernsehshow, so ein bisschen so Top of the Pops auf Berlin-Szene so. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Hosbach und dies ist die One-Hit-Parade aus der Kantine am Berg. Und der hat mich gefragt, so, hast du nicht gerade noch irgendwie eine coole junge Band? Und genau, ich hatte einen Song von Isolation Berlin im Internet gefunden. Bug Factory Girl, irgendwie so eine komische Power-Pop-Nummer. Bug Factory Girl, whoa, oh, oh. Bug Factory Girl. Und fand es aber cool und habe ihm gesagt so, ja, keine Ahnung, Isolation Berlin, schick mal aus. Und dann hat er sich das angeschaut und dachte, oh, die sind ja lustig, frage ich mal. Liebeskummerlieder für Menschen jeden Geschlechts und Alters singt das zärtliche Männerquartett Isolation Berlin. Mit Aquarium gelang ihnen der schönste melancholische Sommerhit des Jahres 2014. Ich denke schon fast gar nicht mehr an dich. Mehr an dich. Und dann haben die bei ihm in einer Show gespielt und anschließend haben die ihn gefragt, so, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Und so, und dann meinte er, ja, keine Ahnung, der Maurice hat euch empfohlen. Und dann war sie total baff, weil sie auch Staatsakt total toll fanden, auch so große Chuckamack-Fans und so waren. Und sie wohnten auch lustigerweise nur 80 Meter von unserem Büro, auch in der Sonnenburger, in der WG zusammen. Also sie waren ganz nah beieinander. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch die Poster überall gesehen. Und dann haben sie sich dann getraut, quasi vorzusprechen. Also wir haben gehört, du findest uns gut. Ja, ich finde euch total spitze. Lass mal treffen. Genau, und dann haben wir uns getroffen in so einem Café und da haben sie mir ihre erste EP, die wir damals dann veröffentlicht haben, Körper-EP. Manchmal würde ich gerne den ganzen Dreck entfliehen. Und da gab es damals einen geilen Schachmove von uns, wie ich fand. Wir haben ja sozusagen die beiden EPs, die Körper-EP und eben die Aquarium-EP, auf der auch alles grau drauf war. Und das neue Album und aus den Wolken drauf die Zeit gleichzeitig rausgehauen. Also zwei Alben gleichzeitig. Also Vergangenheit und Gegenwart oder so. Und das hat spitze funktioniert. Also wir haben gleichzeitig, also eigentlich haben alle beide gekauft. Das war total toll. Und alles grau ist einfach ein irrer Hit überall. Und den gibt es jetzt aber gar nicht. Und das kann doch nicht sein. Und so. Und genau, jedenfalls eine tolle Zeit, auch die Band in dieser wahnsinnigen WG und so, also wirklich crazy. Das fühlte sich wirklich auch so ein bisschen an wie, keine Ahnung, ich war nicht New York 81, aber so stelle ich mir New York 81 vor, glaube ich. Alles grau in grau. Alles kalt, kalt, kalt. Klar, die totale Tristesse, also auf jeden Fall so ein Charakter, der irgendwie offensichtlich gerade nicht so gut klarkommt. Aber finde ich so in dieser Ehrlichkeit und in diesem Vortrag und auch in diesem komischen, was ist so, Offbeat. Ist schon fast so Ska-mäßig oder so. Die Musik ist ja irgendwie so ein bisschen konträr zum Inhalt, was ja auch so ein schönes altes Kochrezept ist, sag ich mal, in der Popmusik oder im Rock. Der Wahnsinn hält mich warm.
Teufel kommt und nimmt mich in den Arm. Ich finde, Tobis Vortrag ist einfach der Wahnsinn. Also es ist einfach, man kauft ihm das so ab und so und man möchte ihn einfach nur in den Arm nehmen und sagen, alles wird wieder gut. Wenn das jemand hinkriegt, mit so wenig Worten einem glaubhaft klarzumachen, dass er irgendwie wahrscheinlich irgendwie mal ganz kurz vorher durch die Hölle gegangen ist oder zumindest weiß, wie sich das anfühlt, emotional, dann finde ich das toll, dass er das mit uns allen teilt. Der Song kann ja für viele Leute auch so eine Art Katharsis sein oder halt einfach so ein Seelenretter-Song oder so. Es geht einem schlecht, man hört diesen Song, es geht einem danach wieder gut. Und das ist doch toll, dass Musik das kann. Alles Grau von Isolation Berlin aus dem Album Protopop-Berliner Schule. Isolation Berlin mit Alles Grau aus dem Jahr 2017. Das ist übrigens auch der Song, der dem Sänger Tobias Bamborschke diese ewigen Rio-Reiser-Vergleiche einbringt. Das schreiben damals jedenfalls fast alle Musikmagazine. Er klingt ja wie Rio Reiser. Fun Fact, zu dem Zeitpunkt kennt Tobias den gar nicht. Weder Rio Reiser noch Tonsteine Scherben. Das hat mir Maurice dann noch erzählt und er hat gesagt, es ist wirklich Zufall, dass er da so nah dran ist. So, das war der Popfilter für heute und wir robben uns so langsam nach vorn in der Staatsaktgeschichte. Morgen machen wir weiter mit International Music hier in der Takeover-Woche mit Maurice Summen, dem Labelgründer von Staatsakt. 20 Jahre alt wird das Label. Ich bin Gregor Schenk und sag danke fürs Zuhören.